GG. Suck. Wie können eure Zuschauer Sounds für den Stream steuern? Ab damit! Eine wirklich schnelle und einfache Lösung, Sounds mit dem Chat zu triggern, gibt es wieder mal von Stream Elements. Ihr wisst, ich mache ganz viele Tutorials zu Stream Elements, die könnt ihr euch hier anschauen. Aber zuerst möchte ich euch noch On.tv näher bringen. Dort findet ihr Overlays, Emotes, Badges, Transitions, Sounds und vieles mehr. Vor allem die Komplettpakete sind ziemlich cool, da kriegt man alles im gleichen Look. Mit einem Klick hat man einfach alles zusammen und es kommen echt ständig neue Sachen raus. Guck mal hier, jetzt gibt es sogar so ein Retro-Paket, finde ich, sieht ganz nice aus. Es gibt dort einfach immer noch 50% Rabatt auf alles, also Grund genug, um einfach mal vorbeizuschauen. Mit dem Link unten kommt ihr direkt zu On.tv und damit unterstützt ihr mich auch noch zusätzlich. Also, ab zu Stream Elements. Also, um eure Sachen hochzuladen, eure Sounds und einzustellen, müsst ihr in den Tab Stream Shop. Als allererstes jedoch müssen wir uns natürlich überlegen, was wollen wir für einen Sound haben. Also ich finde, das Beste, was man machen kann, ist Sounds selber aufzunehmen. Ich habe inzwischen mit meinem Mischpult und mit meinem Mikro und mit meiner Stimme nehme ich viele von meinen Sounds selber auf. Wie zum Beispiel dieses Ach hier, was ich habe. Ach Leo. Aber Sachen, die dann auch so ein bisschen meine Persönlichkeit haben und einfach zum Stream passen und ich habe die maximale Kontrolle darüber quasi. Wenn man das jetzt aber nicht möchte, sondern man möchte diese memigen Sachen, wie zum Beispiel Epic Fail und dieses ganze Brrr und was auch immer, solche Geräusche, die man halt kennt aus dem Internet, dann empfehle ich euch die Seite My Instance. Genau, das ist es halt. Das hier ist die Seite und da könnt ihr oben auch suchen, wie GG und Easy und all die verschiedenen Sachen oder wenn ihr irgendetwas wollt zu einer gewissen Reaktion. Der hier auch. Naja, ich hätte jetzt gerne hier als Beispiel mal einfach so ein das Metal Gear Solid Alert Ding. Und dann klickt man einfach drauf und kann hier unten auf Download MP3 gehen. Ihr könnt natürlich auch auf YouTube gehen oder sonstige Sachen selber machen, Musik auf On.tv, vielleicht auch den Track kaufen, irgendetwas, was ihr halt einspielen wollt. Aber es muss halt Sinn machen, überlegt euch gut und es soll auch kurz und knackig sein, was denn die Leute ja triggern wollen. Wenn euch diese Videos gefallen, dann lasst gerne ein Abo hier auf YouTube da. Ich mache ständig Videos über Tutorials oder andere Themen, allgemein Streamen, News, alles Mögliche. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei, dort schaue ich über eure Kanäle drüber, jeden Stream, am Anfang immer 4 Stunden lang. Wir reden über aktuelle Themen, über Probleme, technische Probleme, alles Mögliche. Kommt vorbei, würde mich sehr freuen. Bevor wir jetzt den Sound hochladen, gebe ich euch noch den ultimativen Tipp. Ihr werdet auf das Problem stoßen, dass jeden Sound, den ihr runterladet, wenn ihr mehrere haben wollt, dass alle unterschiedlich laut sind. Und das ist natürlich nervig, wenn der eine dir das Trommelfell zerstört und den anderen man kaum hören kann. Und ihr könnt natürlich in Stream Elements die Lautstärke anpassen, aber das ist super schwierig und man muss es dauernd testen. Deswegen empfehle ich euch, ladet einfach diese Software hier runter, MP3 Gain. Ihr könnt es auch mit den Standardprogrammen machen, wie Adobe Audition oder Audacity, kann das höchstwahrscheinlich auch. Aber ich habe euch jetzt hier sowas rausgesucht, was komplett for free ist, was nur dafür da ist. Also ladet hier runter. Findet ihr unten in der Beschreibung natürlich den Link dazu. Und wenn ihr dann die Software installiert habt, sieht die ungefähr so aus. Und was ihr macht, wenn ihr eure verschiedenen Sounds habt, zieht ihr die einfach in das Programm rein. Und dann werden hier diese 3 Sachen angezeigt. Und wenn ihr dann hier oben auf Track Analysis geht, dann seht ihr, dass jede Sounddatei eine andere Lautstärke hat. Und hier sieht man jetzt, wie das Programm die Lautstärke anpassen würde. Ihr könnt hier oben einstellen, was quasi das Normale sein soll, was alle haben sollen. Für eine Lautstärke. Ich lasse es einfach auf Standard, weil im Endeffekt ist es egal. Hauptsache, sie sind alle gleich laut, weil dann in Stream Elements zum Beispiel könnt ihr sie alle noch lauter machen oder natürlich könnt ihr hier auch einfach lauter stellen. Aber ich lasse es einfach auf Default und dann drückt man einfach auf Track Gain. Achtung, die Audiodateien werden einfach überschrieben. Also Backup die, wenn ihr die im Original behalten wollt, aber die werden einfach überschrieben. Das sind die 3 hier auf meinem Desktop und dann mache ich einfach auf Track Gain. Zack, bumm, fertig und alle sind relativ gleich. Nicht exakt gleich, aber auf 0,1 Dezibel kommt es jetzt nicht wirklich drauf an. Und so kriegt man einfach Sounddateien, die alle gleich laut sind. Schon mal sehr wichtig, Leute, das kann nämlich ultra nervig sein für Zuschauer. So, jetzt sind wir in unserem Streamshop hier und jetzt gehen wir einfach hier oben auf neuen Artikel anlegen. Dann öffnet sich dieses Fenster hier und
ich kümmere mich jetzt erstmal nur um Soundeffekte. Am Ende des Videos werde ich noch kurz erklären, was die anderen beiden Sachen sind, aber hier geht es erstmal nur um die Soundeffekte. Das heißt, wir gehen auf Soundeffekte, geben dann Namen vom Artikel ein. Das ist das, was hier dann oben an erster Stelle steht. Das ist nicht der Command, den man eingeben muss. Es kann das Gleiche sein, bei mir ist es einfach das Gleiche, um es einfach zu machen und übersichtlich. Deswegen machen wir jetzt, wir wollten hier hochladen Metal Gear Solid, deswegen gebe ich ein MGS für Metal Gear Solid. Eine Beschreibung könnt ihr reinmachen, weil Leute können nachschauen, was für Sounds ihr habt. Die sehen dann das hier, was ihr im Hintergrund seht, und dann ist da eine Beschreibung. Und dann schreibt man einfach irgendwas rein. Dann gibt es Artikelkosten. Ihr wisst ja, in meinem Loyalitätsvideo, was ihr da drüben so anschauen könnt, habe ich darüber geredet, wie man Loyalitätspunkte einstellt. Und vor allem für Sounds sind die wichtig, weil ihr könnt es natürlich alles auf gratis stellen. Das Problem ist dann, dass jeder, der in euren Stream reinkommt, einfach diese Sounds, wenn die Person merkt, dass es die gibt, einfach spammen könnte. Deswegen gebt ihr einfach Kosten ein. Wie viel muss ein Zuschauer an Loyalitätspunkten ausgeben, um diesen Sound triggern zu können? Stellt es auch so ein, dass Sounds, die besonders nervig sind, für euch besonders teuer sind, und Sounds, die vielleicht schön sind, wie Applaus und GG und sowas, eher billig sind, damit Leute die eher triggern als die teuren. Genau, deswegen stellt da ein, was auch immer für euch Sinn macht. Ich, keine Ahnung, ich mache einfach 1000. Artikelmenge minus 1 heißt unbegrenzt. Ihr könnt auch sagen, es gibt 10 davon. Und dann jeden Stream könnt ihr es wieder auf 10 stellen zum Beispiel, sodass jedes Mal in jedem Stream nur 10 Stück triggerbar sind. Keine Ahnung, vielleicht macht das Sinn. Dann haben wir hier ganz normal wie bei Commands auch globale Sperrfrist, Benutzersperrfrist. Also wie viel Zeit muss vergehen, damit irgendjemand wieder diesen Sound triggern kann? Wie viel Zeit muss vergehen, damit die gleiche Person den Sound triggern kann. Das ist wichtig, wenn ihr nicht wollt, dass bestimmte Sounds einfach, ja, gespammt werden. Wenn ihr das alles eingestellt habt, klickt ihr einfach auf Weiter. Ihr könnt es auch alles nachträglich bearbeiten, also keine Angst. Dann könnt ihr hier ein Bild einfügen. Das ist einfach nur da für Leute, die in euren Stream-Shop reingehen und dann halt ein Bild dazu sehen. Für sonst ist es nichts. Also ihr müsst da kein Bild unbedingt eingeben, aber es ist halt für mich auch einfacher zu wissen, welcher Sound welcher ist. Einfach bildlich, visuell und so. Und dann könnt ihr hier den Soundeffekt hochladen. Wenn ihr den hochgeladen habt, steht hier der Name, und dann könnt ihr hier die Volume noch einstellen. Müsst ihr mal gucken, was dann zu laut und was dann zu leise ist. Ich lasse es einfach mal auf 50%. Wenn ihr merkt, im Stream ist es zu leise, macht es einfach auf 100%. Das ist dann doppelt so laut. Dann könnt ihr hier einstellen, wer und wie man die Sounds triggern kann. Redeemable via Website heißt, das ist dieses Ding, was ihr im Hintergrund seht. Zeige ich euch gleich danach. Es gibt ja bei Stream Elements eine Website, wo jeder zugreifen kann, und dann sehen die Leute, was du für Sounds hast, und die können das dann über diese Seite triggern. Das heißt, sie müssen nichts in den Chat eingeben, sondern sie können wirklich hier draufklicken. Ich habe das aus, weil es bei mir vorkam, dass Leute auf diese Website gegangen sind und alle Sounds einfach angemacht haben. Können sie auch machen, kann man auch im Chat machen. Nur das Problem ist, dass ich so nicht weiß, wer es war. Wenn ihr wollt, dass Leute heimlich triggern können, okay. Zum Beispiel bei einem Scare-Sound. Wenn ihr ein Horrorspiel spielt, können die Zuschauer euch erschrecken. Dann ist es gut, wenn ihr nicht seht, wer es war, oder nicht vorher seht, dass es getriggert wurde und dann der Sound kommt. Dann ist es gut, wenn nur das aktiviert ist. Dann gibt es Redeemable via Extension. Das ist dieses Ding hier, was unter eurem Chat, was ihr einfügen könnt, wenn ihr Stream Elements habt. Also wenn ihr Stream Elements und die Loyalitätspunkte und die Sounds benutzt, dann empfehle ich das immer zu benutzen. Da kann man auch seinen Zeitplan reintun. Und dann erscheinen die Sounds, und die Leute können über dieses Ding die Sounds triggern. Habe ich auch aus, weil gleiches Thema wie davor. Dann im Chat einlösbar. Das solltet ihr, finde ich, auf jeden Fall aktiviert haben. Das heißt, die Leute können den Command, den ihr gleich hier unten eingebt, eingeben, und dann wird der Sound getriggert. Und dann könnt ihr sagen, dass es nur Abonnenten können. Also wenn ihr wollt, dass eure Abonnenten einen weiteren Vorteil haben, dann schaltet hier nur für Abonnenten ein. Artikelbefehl, ganz wichtig, ihr müsst kein Ausrufezeichen eingeben, einfach MGS, in meinem Fall Metal Gear Solid, und fertig. Das geben die Leute in den Chat ein, um den Sound zu triggern. Dann könnt ihr hier am Ende noch Anforderungen hinzufügen. Das heißt, Leute sollen ihre E-Mail, ihre Wohnadresse, Telefonnummer etc. eingeben, damit sie den Sound triggern können. Finde ich zu krass, sowas sollte man nicht machen. Anonymität im Internet, ich finde es wichtig, auf Twitch auch. Also ignoriert es einfach, würde ich sagen. Aber wenn ihr Bock habt, hier könnt ihr das einstellen. Und dann speichern. Ich habe jetzt kein Bild angegeben, deswegen ist hier kein Bild. Aber ihr könnt hier auf Play drücken, dann wird es abgespielt. Zack, bumm, fertig. Und das macht ihr dann für mehrere Sounds, wie ihr wollt. Wenn ihr mehrere haben wollt, einfach immer wieder hier oben einen neuen Artikel anlegen, und dann füllt sich das ganze Ding eben mit verschiedenen Sounds. Und jetzt ganz wichtig, geht auf Chatbefehle und dann Standardbefehle. Dieses Redeem, das ist so ein bisschen schade an Stream Elements. Man muss nämlich genau genommen jedes Mal Ausrufezeichen Redeem machen und dann den Namen, also MGS in meinem Fall, damit der Sound getriggert wird. Das Ganze kann man aber umgehen. Deswegen, ihr könnt es ausmachen sogar, geht dann in benutzerdefinierte Befehle und erstellt einen neuen Command.
Dann gebt ihr hier einfach einen Befehlsname, in meinem Fall MGS, also den Sound Alert, den ihr haben wollt. Und dann als Antwort $, Klammer auf, redeem den Soundnamen und dann Klammer zu. Jetzt ist es quasi eine Abkürzung. Leute können Ausrufezeichen MGS machen und dadurch wird sofort der Sound getriggert, ohne dass jemand redeem oder sowas machen muss. Und dann könnt ihr das andere auch ausstellen und alles gut. Ignoriert hier diese ganzen Benutzerfrist und globale Sperrfrist, das ist egal. Und viele denken jetzt, warum funktioniert mein Sound nicht? Warum funktioniert mein Sound nicht? Ihr müsst überlegen, wie soll denn OBS wissen, mit dem ihr streamt? Das Bild und den Sound, den ihr in OBS habt, der wird ja auf Twitch übertragen. Woher soll OBS wissen, dass jemand MGS gemacht hat? Deswegen müsst ihr ja den Sound in eure Overlay einfügen. Deswegen gehen wir zu meine Overlays. Ihr könnt es jetzt in zwei verschiedenen Versionen machen. Entweder ihr habt schon eure ganzen Szenen, eure ganzen Overlays und ihr sucht jetzt die aus, wo ihr den Sound haben wollt. Ihr könnt auch so machen, dass ihr ein universelles Overlay erstellt. Das machen wir jetzt. Wir erstellen ein leeres Overlay. Die Größe hier ist tatsächlich vollkommen egal. Ich mache mal auch wieder 1080 einfach, aber es ist eigentlich komplett egal, weil hier wird kein Bild angezeigt, sondern es geht nur um den Sound. Und dieses Ding, was wir jetzt hier machen, könnt ihr eben dann in jede Szene reinpacken, in der ihr eben Sound-Commands haben wollt. Und das ist einfach natürlich wieder, wir gehen auf Plus, Alerts und Store Redemptions. Und das war's. Das war's. Mehr muss man nicht machen. Ihr könnt dieses Ding jetzt noch irgendwo hinpacken, wo ihr wollt. Wir können das jetzt einmal testen natürlich. Ich werde jetzt hier auf einem anderen Fenster mal meinen Twitch öffnen. Und dann gebe ich jetzt in meinen Twitch-Chat Ausrufezeichen MGS ein. Und da war der Sound. Und das hören dann eure Zuschauer natürlich. Weil das ja in eurem Overlay drin ist. Dieses Bild, was hier alles ist und all diese Sachen, das ist nicht für die Sounds. Also keine Angst. Wenn ihr nur Sounds machen wollt, könnt ihr das hier alles ignorieren. Ihr müsst es einfach nur hinzufügen und fertig. Wenn ihr die anderen Sachen benutzen wollt, dann könnt ihr hier ein paar Sachen einstellen. Ich zeige es gleich noch am Ende vom Video, was die anderen zwei Sachen sind, die ihr machen könnt. Wie zum Beispiel könnt ihr ein Video abspielen, wenn jemand ein Command in eurem Chat macht. Aber jetzt machen wir noch einmal das mit dem Sound fertig. Und zwar jetzt, wie immer, wir gehen hier oben auf Copy Overlay URL, gehen dann zu OBS, fügen eine Browserquelle hinzu, nennen das Ganze einfach mal Sounds und fügen wie immer hier einfach die Browserquelle hinzu. Breite und Höhe komplett egal, weil es geht nur um den Sound. Und hier ist ganz wichtig, deaktivieren, wenn Quelle nicht sichtbar ist. Das müsst ihr anmachen. Denn wenn ihr jetzt in einer anderen Szene seid, wo ihr auch dieses Overlay habt mit den Sounds und jemand triggert es, dann wird es in beiden Szenen abgespielt, weil ihr nicht deaktiviert habt, wenn Quelle nicht sichtbar ist. Also hier ganz wichtig, das auf jeden Fall aktivieren, dass es deaktiviert ist. Und es hat auch kein Bild und sowas, das ist einfach unsichtbar. Also schön dann hier ein Schloss dran setzen und dann habt ihr hier eine Ebene, die für den Sound da ist. Und jetzt mache ich es nochmal. Wenn ich jetzt Ausrufezeichen MGS in meinen Chat angebe, wird der Sound abgespielt. Fertig. Jetzt zeige ich euch noch kurz, was diese anderen zwei Möglichkeiten sind. Also wenn wir wieder im Stream-Shop sind, fügen wir wieder einen neuen Artikel hinzu. Und jetzt gibt es diese zwei Sachen. Es gibt Stream-Vergünstigungen und Zugriffscode-List. Ich mache zuerst mal Zugriffscode-List, weil es schneller geht. Das wird dann hier auch in eurem Shop natürlich angezeigt. Und es ist quasi sowas wie, um Giveaways oder ja solche Geschenke einfacher zu machen, wenn ihr sowas Riesiges geplant habt. Wenn ihr zum Beispiel 50 Codes habt und ihr wollt die einfach an eure Zuschauer vergeben, dann könnt ihr dem Ganzen wieder einen Namen geben, eine Beschreibung, Cooldown, alles das Gleiche. Nur wenn ihr dann weiterklickt, dann könnt ihr auch wieder ein Bild angeben. Aber dann könnt ihr hier eine Liste an Zugriffscodes hinzufügen. Und jedes Mal Trennung durch Zeilenumbruch. Das heißt, ihr habt hier dann so ein, keine Ahnung, so ein Code oder sowas. Enter, noch ein Code. Und dann, also die habt ihr halt irgendwo her, keine Ahnung. Und jedes Mal, wenn jetzt jemand auf die Website geht, die ich euch gleich noch zeigen werde, kann man diesen Code für Loyalitätspunkte eben, die man hier eingeben muss, kann man sich so einen Code kaufen. Das ist dazu da, um es einfacher für den Streamer zu machen. Ihr habt zum Beispiel ganz viele Codes, gebt die hier einfach ein und sagt dann euren Zuschauern, hey, wenn ihr auf die Website geht, könnt ihr euch für so und so viele Loyalitätspunkte, Gottes Willen, so einen Code holen. Dann zeige ich euch jetzt kurz noch diesen Shop, von dem ich die ganze Zeit rede. Dafür aktiviere ich einmal kurz bei meinem MGS, was ich gerade erstellt habe, sage ich hier Redeemable via Website. Und wenn man jetzt hier oben auf Shop öffnen geht, dann erscheint der Stream Shop. Und das ist jetzt wieder diese Stream Elements Seite, streamelements.com/euer Benutzername. Bei mir Leos Mind. Und dann gibt es hier oben den Stream Store
Und dann erscheinen hier all eure Sounds. Und hier können die Leute eben draufgehen. Ihr könnt diesen Link den Leuten geben. Ihr könnt einen Command machen, wo steht, hier könnt ihr die Sounds alle triggern zum Beispiel. Aber dann können die Leute eben einfach hier Artikel einlösen. Geben die einen Betrag aus, hier sehen, wie viel sie haben und Artikel einlösen. Und das letzte Ding, was ihr eben machen könnt, wenn ihr einen neuen Artikel hinzufügt, ist Stream-Vergünstigungen. Das ist quasi so ein allgemeines Ding. Da wird nicht wirklich was getriggert, sondern es ist einfach dafür da, dass Leute Punkte ausgeben können, die ihr hier wieder angeben könnt. Und dann entscheidet ihr selber, was passiert. Zum Beispiel könnt ihr sowas machen, was man heutzutage mit den Kanalpunkten auf Twitch selber macht. Aber keine Ahnung, gebt 1000 Loyalitätspunkte aus und ich mache 10 Liegestützen. Und dann könnt ihr hier halt Liegestützen eingeben, ein Command euch wieder auswählen. Dann werden die Punkte demjenigen abgezogen, wenn er halt sowas macht wie Ausrufezeichen Sport. Und ihr könnt aber, was so cool ist, ihr könnt es dafür benutzen, dass Bilder, Videos und auch Sounds geht hier auch. Nur wenn ihr Sounds macht, würde ich wirklich das benutzen, wofür es gemacht ist. Also das andere, was am Anfang war. Aber ihr könnt hier auch Sounds hochladen. Aber vor allem ist es dafür da, um zum Beispiel Bilder oder Videos abzuspielen. Das heißt, ihr könnt hier jetzt einfach hier könnt ihr wieder eins hochladen natürlich. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas. Ich nehme jetzt einfach mal den Einstein. Und da ist hier der Einstein drin. Nur der Unterschied ist, bei den Sound Alerts ist es einfach keine Bedeutung, dieses Bild. Aber wenn ich jetzt dieses Sport, Ausrufezeichen Sport ist es jetzt für Einstein, passt gut zusammen, glaube ich. Speicher, es ist hier wieder in der Liste. Es ist Ausrufezeichen Sport. Und wenn ich jetzt zu meinen Overlays gehe, ich gehe jetzt in dieses Overlay, was ich schon gemacht habe, wo ich schon diese Storydemption hier eingebaut habe. Das ist allgemein für die ganzen Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Twitch-Chat eingebe, Sport, sollte hier jetzt Einstein kommen. Zack, bumm. Und dann kommt eben ein Alert, den ihr einstellen könnt und das Bild für den Artikel, den ihr angegeben habt. Bei mir jetzt Einstein. Ihr könnt den Sound wegmachen. Hier Clear Sound. Dann kommt dieses Wiu nicht. Und ja, ihr müsst nicht ein Bild einfügen wie ich. Ihr könnt auch ein Video einfügen. Das heißt, Leute können, keine Ahnung, irgendein lustiges Video oder sowas, bruh, oder was auch immer. Könnt ihr ein Video hochladen, dann geben die Leute Ausrufezeichen bruh ein und dann kommt das Video von bruh. Und so könnt ihr nicht nur Sounds triggern lassen, sondern auch Videos. Allgemein würde ich sagen, passt da aber ein bisschen auf, dass ihr es nicht übertreibt. Man sieht immer wieder Streams, wo die ganze Zeit Sounds aktiviert sind. Der eine ist zu laut, der andere ist zu leise und dauernd nervig und alle übertreiben es komplett. Und da habe ich persönlich keinen Bock zuzuschauen, weil es einfach nervig ist und es eigentlich nur der Person Spaß macht, die den Alert triggert. Deswegen passt da auf, aber das werdet ihr mit der Zeit selber so ein bisschen, da muss man sich annähern. Ich habe am Anfang auch viel Quatsch gemacht und dann immer mehr annähern und Sachen, die nerven, raustun. Ihr müsst wirklich bedenken, dass es euren ganzen Stream besser machen soll, lustiger machen soll und nicht nur, dass eine Person Spaß hat die ganze Zeit mit einem Alert oder sowas. Also Leute, haut euch coole Sounds rein, die Leute triggern können. Ich würde sagen, macht selber welche, wenn ihr das könnt, mit eurem Mikro und OBS könnt ihr einfach Sachen aufnehmen. Ansonsten haut euch coole Memes rein, was auch immer, dass es Bock macht, SpongeBob, was auch immer. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.